Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Robert Dillmann und ich darf Ihnen heute etwas über den Aufbau widerstandsfähiger Supply Chains mit digitalen Lieferanten und Scouting erzählen. Kurz zu meiner Person. Ich war vorher selbstständig, war in der Softwareentwicklung tätig und habe Schwerpunkt Web Development. Dort haben wir Plattformen gebaut für Hunderttausende von Nutzern und bin seit 2 Jahren bei Scout und darf hier die Kunden aus den verschiedensten Bereichen im Maschinenbau und im Energiesektor betreuen. Kurz zur Agenda. Ich möchte heute über die kommenden Herausforderungen für den Einkauf sprechen, wie die digitale Lieferantensuche funktioniert. Die Herausforderungen, die auch bei einer digitalen Lieferantensuche entstehen können, und habe Ihnen heute 2 Praxisbeispiele mitgebracht, damit Sie auch sehen, welche Ergebnisse kann es geben. Und am Ende klassisches Q&A. Sie können dann jede Frage stellen und ich hoffe, ich kann Sie zufriedenstellend beantworten. Kommen wir zu den Herausforderungen für den Einkauf. Sie kennen die alltäglichen Herausforderungen. Ich möchte gerne über die bevorstehenden Herausforderungen sprechen. Wir kennen alle das Thema Corona. Ich glaube, viele sind es leid. Trotzdem müssen wir darüber sprechen. Und was passiert denn danach? Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, gab es immer ein nach der Krise. Und das sind die Ereignisse, die eben relevant werden. Wird ein Nachfrageschub kommen. Das heißt, wenn die Krise dann überstanden ist und der Markt anzieht, dann werden wieder viele Unternehmen viele Volumina abfragen und dadurch entsteht dann eine Verknappung. Die kommt auch daher, dass wir kennen es ja alle, in Deutschland wurde das Insolvenzschutzgesetz ausgesetzt. Das heißt, wir reden von sogenannten Zombie-Unternehmen. Niemand weiß, wie viele es gibt und wen es treffen wird oder ob es doch welche noch schaffen. Und dadurch entsteht halt eben diese Knappheit von Gütern und Rohstoffen, aber auch, wenn es anzieht, der Nachfrageschub. Man spricht so, Daumenregel, ein Drittel der Lieferkette wird dann umgeschichtet. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Es kommt darauf an, wie stark Ihre Lieferkette davon betroffen ist. Und eben aufgrund dieser Verknappheit schießen die Preise in die Höhe. Das können wir jetzt sogar schon beobachten. Wenn ich mir den Blech zum Beispiel anschaue, hatte ich erst vor einer Woche mit einem Kunden zusammen. Da gehen die Preise massiv hoch, aber auch in anderen Bereichen. Ja. Und es gibt viele Unternehmen, die jetzt zuschlagen, um eben sich niedrige Preise zu sichern, weil man da einen exzessiven Anstieg erwarten kann. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen. Ja, und eben dadurch entstehen auch Engpässe in der Kapazität von den Lieferanten, auch bei unseren Kunden. Und deswegen gilt hier die Devise, sich zu diversifizieren. Das heißt, wenn Sie sehr, sehr lokal einkaufen, auch mal in andere Regionen schauen, in andere Märkte, vielleicht in andere Kontinente oder auch andersrum, wenn Sie auf ein Land fixiert sind, sei es für den Stahlhandel in China, dass man sagen kann, man stellt sich ein bisschen breiter auf und schaut, wo man noch andere Ressourcen aufbauen kann. Man muss nicht unbedingt ins Geschäft gehen, aber sich schon mal vorzubereiten. Ja. Gut, was gibt's zu tun? Das wären dann die sofortigen Maßnahmen, die man eben tätigen kann, um die Lieferkette zu stabilisieren. In Schritt 1 geht es erstmal darum, seine eigenen Risikopositionen zu verstehen. Das heißt, welche Produktkategorien, welche Komponenten sind denn in meinem Portfolio risikobehaftet? Das heißt, wir setzen uns hin und überlegen, wenn diese ausfällt, was passiert. Ja, und dann springen wir, das sollten wir für Tier 1 und wenn es geht, auch noch für Tier 2 Lieferanten machen. Tiefer ist ein bisschen aufwendig und nicht umsetzbar. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt 2. Welche Auswirkungen wird es haben? Weil zurzeit ging es in der Hochphase der Industrie, ging es immer darum, zu schauen, wie kauft man günstiger ein. Jetzt geht es darum, sich eben darauf vorzubereiten. Und welche Auswirkungen hätte ein Ausfall von in gewissen Produktkategorien in meiner Supply Chain und eben daraufhin die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, welche Auswirkungen es hat und zu überlegen, welcher Schaden würde denn entstehen. Ja, und dann geht es auch gleich in die Behebung dieser Engpässe. Das heißt, wir aktivieren Maßnahmen, erstmal intern, bedeutet,
Wir bauen uns Volumina auf, wir verschieben die, wir sprechen mit den Lieferanten, wie sie dastehen. Also alles, was wir beeinflussen können. Vielleicht buchen wir auch schon Frachtkapazitäten oder gehen in den Aftermarkt und kaufen dort eben Bestände auf, um eben uns für das Bevorstehende zu wappnen, auch mit dem Hinblick, niemand weiß, wann und wie heftig das passieren wird. Und wenn Sie eben keine Lösungen intern haben, dann geht es an das Thema neue Lieferanten einbinden. Das heißt, frühzeitig nicht ohne Druck schon mal auf Lieferanten zugehen, diese zu qualifizieren, vorqualifizieren, um eben dann, wenn es eintritt, schnell zuschlagen zu können, weil dann geht es nicht mehr um Pricing, sondern da geht es darum, wer bekommt überhaupt noch was zu bezahlbaren Sachen. Ja. Und auch ein wichtiger Punkt in so einer Phase, wenn man sich dann für den Wiederanzug des Marktes vorbereiten, man sollte sich auf diesen Wiederanzug vorbereiten. Das heißt, man hinterfragt Prozesse, man stellt Prozesse auf, man geht eben schon auf Anbieter zu, sei es über Software oder Dienstleister, um sich eben dann für die Zukunft zu wappnen, wenn das Ganze wieder anzieht. Und wir könnten Ihnen da helfen für die neue Lieferantenfindung eben über das digitale Scouting. Ja. Was machen wir im digitalen Scouting? Wir screenen mit unserer KI-basierten Software den Markt und helfen Ihnen dabei, passende Lieferanten zu finden. Aber ich komme jetzt nochmal im Detail in den nächsten Folien dazu. Gut, was ist denn eine digitale Lieferantensuche? Wir haben hier eine Abbildung, indem wir den traditionellen, das heißt, wie es die meisten unserer Kunden, wenn es ums Lieferantensuchen geht, Prozess versus den digitalen. Ja, wenn wir uns den oberen Bereich anschauen, den traditionellen Prozess, dort ist die Anekdote, wir starten mit kurzen Listen und versuchen, so wenig Lieferanten wie möglich zu verlieren, weil sie möchten ja noch jemanden am Ende zum Reden haben. Wieso starten wir mit kurzen Listen? Weil wir eben nicht Zeit in falsche Lieferanten investieren, weil in den nicht passenden Lieferanten. Ja, das kann sein, indem wir von der Erfahrung her entscheiden, okay, der passt nicht, indem wir Sprachbarrieren haben oder Zeitprobleme haben. Ja, also Zeitlimitierungen. Bedeutet, manchmal werden Entscheidungen getroffen, obwohl man nicht alle Informationen zur Verfügung hat. Wenn wir jetzt in den unteren Prozess gehen, in den digitalen, da geht es jetzt ums Umdenken. Ja, das heißt, da die Maschine die aufwendige Arbeit für uns macht, das heißt Informationsbeschaffung, Kontaktierung der Lieferanten, gehen wir breiter. Das heißt, wir malen uns ein Lieferantenprofil ihres Traumlieferanten und fahren einmal durch die Daten. Und dann wird in einem Ähnlichkeitsmatch sozusagen die Liste runtergefiltert und in einer zweiten Stufe die Lieferanten kontaktiert und von ihnen entschieden, wer wird disqualifiziert oder bleibt weiter auf der Qualifikationsreise. Und hier die Anekdote, wir wollen so viele Lieferanten wie möglich behalten. Ja, nicht ja, so viele Lieferanten wie möglich disqualifizieren, entschuldigen Sie. Was sind die Effekte hieraus? Also wir können Ihre Personaleinsatzzeit massiv von 100 bis 150 Stunden auf 12 Stunden im Schnitt reduzieren und diese ganze Suchablauf, diesen ganzen Prozess können wir von durchschnittlich 24 Wochen auf 6 bis 8 Wochen reduzieren. Ja. Gut. Welche Vorteile hat denn das digitale Scouting für Sie? Das bedeutet, einmal geht es um das Thema Prozesskosteneinsparung. Dadurch, dass Sie einen geringeren Zeitaufwand haben, sparen Sie sich schon automatisch hier Kosten. Wir reduzieren dadurch die manuelle Arbeit. Sie haben keine Sprachbarriere. Und was auch ein schöner Effekt ist, das fördert die Zusammenarbeit abteilungsübergreifend. Was meine ich damit? Oftmals ist es so, die Fachabteilung hat eine Anforderung, braucht neue Lieferanten oder eine neue Beschaffungsquelle und der Einkauf zieht los und beschafft die Lieferanten und dann gibt es oftmals hinten raus, nicht oftmals, manchmal eben Diskussionen und da schieben sich die Abteilungen gegenseitig die Fehler zu. Wir empfehlen ganz früh in der Identifizierungsphase mit ScoutBeam, mit dem Tool, alle Stakeholder mit an Bord zu bringen und eben abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten. Ein zweiter Vorteil ist, wir werten die Daten auf. Okay? Man sagt ja immer schön, Daten sind das neue Gold. Wir sagen, intelligente Daten sind das neue Gold. Na, was bedeutet das? Wir kreieren einen zentralen Datenpunkt. Wir schaffen
Transparenz in einen manuellen Prozess, der so nicht nachverfolgbar ist, und geben Ihnen Einblick in eine globale Lieferkette für Ihre relevanten Produkte. Das heißt, wir gehen nicht in Google, sondern wir suchen raus, welche Lieferanten sind überhaupt für Sie, könnten für Sie relevant sein, und generieren die potenziellsten davon. Ein weiterer Vorteil ist, wir können Ihnen dabei helfen, Ihr Risikomanagement abzudecken. Was bedeutet das? Wir helfen Ihnen dabei, schnell zu reagieren. Eine umfassende Suche kann auch auf Regionen begrenzt sein. Wenn Sie sagen, Sie brauchen kurze Lieferketten, können wir das auch einschränken. Und wir können Ihnen dabei helfen, die Supply Chain zu diversifizieren. Ein weiterer interessanter Punkt ist das Thema Innovation. Na, bei Innovation ist es oftmals so, wenn man in eine neue Produktsparte einsteigen will, hat man oftmals keine Lieferantenbasis. Und da können Sie eben mit uns einen schnellen Markteintritt erwirken, indem Sie durch unser KI-Wissen schon partizipieren, weil wir ja täglich Suchaufträge machen, um eben Ihre Nachfrage da zu decken, sprich von der grünen Wiese zu dem passenden Partner. Und der letzte Punkt, das ist ja das klassische Einkaufsthema, Kostenreduzierung, die Einkaufspreise senken. Das heißt, wir benchmarken den globalen Lieferantenmarkt und vergleichen das mit Ihren momentanen Einkaufspreisen. Und dann können Sie eventuell neue Potenziale heben. Gut. Aber selbst auch das digitale Lieferanten-Scouting, die digitale Lieferantensuche hat Herausforderungen, weil es ein neuer Ansatz ist, und die würde ich gerne Ihnen jetzt auch kurz offenlegen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie dieses Schaubild schon. Das ist eine klassische Darstellung über die verschiedenen Stakeholder, über eine Softwareentwicklung. Ja, wenn wir uns in Bild 1 anschauen, geht es darum, wie erklärt es der Kunde, und so fahren wir durch die verschiedenen Phasen. Zum Beispiel der Analyst versteht es dann anders, der Programmierer, der programmiert was ganz anderes, die IT hebt es in den Himmel, und eigentlich wollte der Kunde Bild 12. Na? Und das ist auch beim digitalen Scouting entscheidend. Man muss sich vorher genau Gedanken machen, welche Anforderungen haben Sie? Welche Anforderungen haben Sie ans Produkt, und welche Anforderungen haben Sie denn an die Lieferanten? Das heißt, welche Qualifikationsmerkmale sind wichtig für Sie, und. Und wenn wir da sauber arbeiten, kriegen wir auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Deswegen am Anfang ein bisschen mehr Zeit in die Beschreibung investiert, in die Parameter investiert, und dann kriegen wir auch die passenden Lieferanten für Sie, wenn der Markt das hergibt. Eine zweite Herausforderung ist der digitale Fußabdruck. Ich hatte schon über Daten gesprochen. Daten geben aber nicht alles wieder. Was bedeutet das? Es gibt gewisse Informationen, die findet man eben nicht in den Daten. Ja, wir können rausfinden, wo sitzt der Lieferant, in welche Märkte, welche Produktarten. Wir können eruieren, wie valide ist die Datenquelle, wie aktuell sind die Daten, aber wir können nicht Informationen rausziehen, wie zum Beispiel Preise oder Kapazitäten. Und dann geht es auch wieder darum, wie stark ist der Lieferant im Netz vertreten, wie stark ist sein digitaler Fußabdruck. Ich nehme hier immer gerne das Beispiel Beratungsgesellschaften. Wenn wir deren ihren digitalen Fußabdruck anschauen, dann sieht es immer so aus, als ob sie alles können, sind aber keine Hersteller, und im Endeffekt können sie sie nicht bedienen. Ja? Und da geht es dieses Umdenken. Deswegen haben wir einen zweistufigen Prozess entwickelt. Einmal auf Daten suchen digital und dann einen digitalen Vorqualifizierungsprozess. Das heißt, die Informationen, die wir in Daten nicht finden, gehen wir in Kontakt, geht die Maschine in den Kontakt mit den Lieferanten und holt die Informationen, und sie müssen nur noch Entscheidungen treffen. Eine weitere Herausforderung kann sein, wenn Sie sich dafür entscheiden, anonym zu suchen. Es gibt ja Szenarien, wenn es eben in die Innovation geht oder wenn es in eine Produktgruppe geht, wo es ein Nischenmarkt ist. Die Lieferanten kennen sich gut. Möchte man nicht unbedingt seinen Bestandslieferanten aufschrecken, bedeutet, wir könnten eine anonyme Lieferantensuche machen. Die Konsequenzen hieraus sind ganz klar, die Bereitschaft der Lieferanten, auf der Plattform mitzuwirken, sinkt massiv, weil wir dann oft die Rückmeldung bekommen, wir wollen schon gerne wissen, mit wem wir reden. Es gibt, und für den Lieferanten in einer frühen Phase im Erstkontakt ist es oft entscheidend, wer fragt denn an, weil sie eben auch auf der anderen Seite Angst haben, Zeit zu verschwenden, weil die haben ja auch nur begrenzt Zeit. Ja? Und ein nächster Punkt ist auch ganz klar,
die Kollaborationsbereitschaft der Lieferanten mit Plattformen. Ja. Da kriegen wir manchmal die Rückmeldung, es gibt bestimmte Branchen, es gibt bestimmte Lieferanten, die eben sagen, nee, wir arbeiten nicht mit Plattformen zusammen. Wenn ein Kunde etwas von uns will, dann soll er uns direkt angehen. Die haben auch die Sorge, wenn sie mit einer Plattform arbeiten, dass da eben massiv Kosten entstehen. Und das kann dann auch eben bei der Kontaktaufnahme zu reduzierten Rückmeldungen führen. Und als letzten Punkt gilt es zu ignorieren. Den hatte ich auch schon angerissen. Wer sucht in dem Unternehmen wirklich nach neuen Lieferanten? Ja, oftmals ist der, der sucht, nicht der Endanwender oder der sogenannte Stakeholder. Deswegen auch hier wieder dadurch, dass sehr, sehr geringer Zeitaufwand für das Personal von Ihnen notwendig ist, können wir eben verschiedene Stakeholder frühzeitig anbieten, in diese frühe Phase der Discovery-Phase und gemeinsam eben die passenden Partner rausfinden, gemeinsam die Entscheidung treffen, um eben dann im Nachhinein keine unnötigen Diskussionen zu haben. Genau. Kommen wir weg von der Theorie, mehr an die Praxis. Wann wird Scout-B angewendet und welche Ergebnisse gibt es? Ich habe Ihnen hier die Anwendungsfälle mitgebracht. Hier geht es um die Themen, haben Sie ja auch schon gemerkt in der Präsentation. Sie brauchen schnell, also eine Erhöhung der Geschwindigkeit, das Risikomanagement oder Kostenreduktion. Okay, was können das für Ereignisse sein? Für die Schnelligkeit, Sie wollen neue Standorte aufmachen, Sie kriegen ein Projekt, neues Projektgeschäft oder Sie wollen ein neues Produkt an den Markt bringen. Da ist klar, der Return on Invest immer, wie schnell sind Sie am Markt, wie schnell können Sie das Produkt auf den Markt bringen, denn desto früher können Sie damit Umsatz generieren. Beim Risikomanagement, das hatte ich schon angerissen, da geht es um die Themen Qualitätsprobleme bestehenden Lieferanten, Kapazitätsengpässe, Scheinmonopole, wenn Sie nur an einen Lieferanten für eine bestimmte Produktgruppe haben, sich einen zweiten oder dritten Lieferanten aufbauen oder auch für den Fall, da sind wir eher reaktiv, wenn ein Lieferant zum Beispiel Extremsituation, ein Werk brennt ab, dass man sehr schnell reagieren kann und neue Lieferanten mit uns finden kann. Ein weiterer Punkt, die Kostenreduktion. Wir hatten schon das Benchmarking. Was wir auch machen mit unseren Kunden, ist eine Konsolidierung. Das heißt, wir schauen uns ihr Produktportfolio an und sagen, dass wir von einem Lieferanten mehr beschaffen, um eben die Bedarfe zu bündeln, höhere Beschaffungsvolumina zu haben und dadurch eben das Potenzial heben können, bessere Einkaufspreise zu bekommen. Kommen wir zu den zwei Use Cases, die ich Ihnen versprochen habe. Ich habe einen Use Case aus dem Thema Innovation mitgebracht. Es ging um Lithium-Ionen-Batteriesystem. Ein Kunde von uns, der wollte in den E-Mobility-Markt einsteigen. Das war letztes Jahr. Und hierfür hatte er die Gegebenheit, war, er hatte keine Lieferantenbasis und wollte sich eben ein Grundportfolio aufbauen. Für ihn war die Hauptprämisse, dass die gewünschte Qualität erreicht wird von den Lieferanten. Und die Kennzahlen hier, wir konnten innerhalb von 5 Wochen, konnten wir 62 potenzielle Lieferanten auf der Longlist validieren. Und aus diesen 62 konnten sich 6 Finalisten rauskristallisieren, die ein erstes Angebot abgegeben haben. Und der Gesamtinvest von dem Kunden von Zeitauf Personalaufwand war 6 Stunden in der Laufzeit von 5 Wochen. Zweiter Case ist ein klassischer Preisbenchmark. Hier geht es um LED-Displays. Wir hatten einen Kunden, der seinen Einkaufspreis challengen wollte. Die Herausforderung hier war, der Markt ist sehr, sehr intransparent, bedeutet, es gibt mehrere Zwischenhändler, es gibt Händler, die sich als Produzenten ausgeben und der Kunde wollte eben diese aus der Lieferkette herausnehmen, um eben an den Hersteller herantreten zu können und schon automatisch dadurch dann bessere Preise erwirken zu können. Das Ganze haben wir in 8 Wochen durchgezogen und haben auf 22 unverhandelte Angebote von den Lieferanten erhalten, mit einem durchschnittlichen günstigeren Durchschnittspreis, der günstiger ist, von 15%. Und die Rückmeldung des Kunden war, dass wir seinen Aufwand um circa 70% für diese Prozessphase und auch für diesen Umfang reduziert haben und war super glücklich. Gut, ich bin jetzt schon am Ende meiner Präsentation.
Ich würde gern in die Fragerunde einleiten. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Dillmann, für den bisherigen Vortrag. Liebe Teilnehmer, nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und geben Sie jetzt Ihre Fragen schriftlich in das Fragenfenster ein, damit Herr Dillmann diese beantworten kann. Es sind bereits einige Fragen eingegangen, Herr Dillmann. Und die erste Frage wäre, was unterscheidet ScoutBee zu anderen Lösungen? Das ist eine gute Frage. Es gibt einige Anbieter da draußen. Die Keynote hier ist, ScoutBee ist keine geschlossene Plattform. Das heißt, wir haben kein Lieferantenregister, wo sich Lieferanten bei uns anmelden müssen. Das bedeutet, dass solange der Lieferant einen digitalen Fußabdruck hat, der zu ihren Bedarfen passt, werden wir den finden. Er muss Sie nicht kennen, er muss ScoutBee nicht kennen, er muss nur einen digitalen Fußabdruck haben. Das heißt, mit jeder Suche crawlen wir durchs gesamte Netz, bereinigen die Daten, nehmen die Daten auf, schauen, ob sie valide sind, haben über 1000 Datenpunkte, die wir anfragen für einen Lieferanten und schauen, ob wir dort Informationen finden und dann matchen wir das. Das heißt, wir sind eine offene Plattform. Bei uns kann sich auch kein Lieferant hochkaufen, das heißt, er kann das nicht beeinflussen. Er wird automatisch vom Algorithmus gematcht. Da müssen Sie sich vorstellen, wie so ein Page-Ranking bei Google. Vielen Dank. Noch eine weitere Frage wäre, wie schnell kann man mit einem Scouting-Case beginnen? Innerhalb von 3 Tagen. Also das heißt, das ist klassisch. Wir besprechen, wenn Sie sagen, Sie haben Bedarf, kriegen Sie von mir ein Angebot. Es kommt auch auf die Menge des Bedarfs an. Und dann, wenn Sie beauftragen, sind wir innerhalb von 3 Tagen ready. Wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, können wir auch mal den Prozess aushebeln. Letztes Jahr in der Covid-Krise ging das, war es dann öfters eben für Materialien wie Handschuhe oder Masken. Konnten wir innerhalb eines Tages schon starten. Vielen Dank. Noch eine weitere Frage. Ist das Tool auch für kleine und mittlere Unternehmen anwendbar? Ja, ist es auch. Die Anwendung ist nur ein bisschen anders. Das heißt, mit größeren Unternehmen, da sprechen wir über Jahresbedarfe. Wenn wir eben mit KMU reden, dann ist es eher ein Event-driven Scouting. Das bedeutet, wenn aktuelle Probleme da sind, dann kommt der Kunde auf uns zu. Wir geben da einen Leitfaden mit, was sind denn spannende Cases? Und der Kunde macht es praktisch auf Abruf. Das heißt, ein neues Projekt kommt rein oder ein Lieferant kommt ins Kriseln oder eben wie momentan für eine bestimmte Warengruppe gehen die Rohstoffpreise hoch. Da ist es eher für kleine Unternehmen, ist es auf Abfrage. Das Schöne ist, es ist kein großes IT-Projekt, weil wir cloud-basiert sind. Das heißt, wenn Sie uns beauftragen, können wir innerhalb eines Tages starten und Sie haben keinen IT-Aufwand. Vielen Dank. Ich sehe hier noch eine Frage. In welchen Bereichen ist die Software nicht gut? Genau. Die Software ist prinzipiell, kann man alles suchen. Nur wir sagen, physische Güter sind eher die Stärke, weil die hinterlassen digital Fußabdrücke. Dort kann man nachvollziehen, hat der Lieferant schon an andere geliefert und, und. Ich hatte das Thema mit Beratungsleistungen angesprochen oder auch Marketingleistungen. Das heißt, so Dienstleistungen sind schwer trackbar und auch schwer bewertbar. Und da gibt es gewisse Szenarien, da kann man mit ScoutBee suchen, aber das sind eher Sonderfälle. Das heißt, wir sind eher für A- und B-Kategorien zuständig und für die C-Teile ist ScoutBee findet da nicht so unbedingt die Anwendung, außer das Volumina ist sehr groß und der Markt eher undurchschaubar. Eine weitere Frage wäre, haben Sie Erfahrung in der Medizintechnik gemacht? Dort ist ja die Lieferantensuche ja etwas komplizierter und es gibt besondere Anforderungen. Genau.
Da haben wir gemacht, wir haben auch Kunden aus der Medizintechnik und da wieder zurück zu, in welcher Phase befinden wir uns im Einkaufsprozess? Also Sie kriegen sozusagen, wir finden in mit dem digitalen Match die Lieferanten und dann filtern wir die runter. Und in dieser Kontaktaufnahme können wir eben diese Anforderungen abfragen. Die Konsequenz hieraus ist, wir haben eine große Liste und die geht sehr, sehr schnell, sehr klein, weil Zertifikate eben fehlen und, und. Man darf auch nicht vergessen, das ist ja die Discovery-Phase. Das heißt, hier finden wir die neuen Potenziale. Und ja, in der Medizintechnik gibt es sehr, sehr hohe Regularien und deswegen fallen sehr, sehr viele im Prozess weg. Also dann werden wir nicht 22 Angebote am Ende haben, sondern da reden wir über 1 bis 4 oder so. Eine weitere Frage wäre, ist eine Anknüpfung an ein Einkaufssystem, zum Beispiel SAP Ariba, möglich? Genau, ja, das ist definitiv möglich. Wir sind gerade in den letzten Phasen mit SAP, dass das automatisiert passiert. Das heißt, dass man in dem Store von SAP eben sozusagen Scalpi anbinden kann. Da gibt es eine Verknüpfung definitiv. Besteht die Möglichkeit Mitte des Jahres. Vielen Dank. Aktuell sind keine weiteren offenen Fragen zu sehen. Liebe Teilnehmer, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, im Nachgang über die Meta Web Sessions Homepage eine Frage abzusenden und wir leiten es dann auch entsprechend weiter. Genau. Super. Ich möchte mich dann auch bedanken für die Teilnahme und die Fragen. Und wie bereits erwähnt, Sie sind herzlich willkommen am Stand oder auch, wenn Sie es während der Meetup nicht schaffen, gerne uns eine E-Mail zukommen lassen und dann gehen wir persönlich ins Gespräch und werden Ihnen dann im Detail alles zeigen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.